Ich habe jetzt die Bucht mit dem roten Wasser verlassen und das war ja schon eigenartig. Also ich habe so gedacht, die Berge dort und dann das rote Wasser, da hätte man auch einen Film drehen können, der auf dem Mars spielt. Oder vielleicht kam mir das sogar aus einem dieser Spielfilme bekannt vor, diese Bucht. Wer weiß. Ich habe jetzt festgestellt, das Wasser ist wieder türkisfarben und wir haben Wind, starke 4. Ist hier äußerst selten. Ich habe den Eindruck, der Wind ist hier eher digital, also kein Wind oder viel Wind. Und so beschließe ich, den Wind zu nutzen und noch ein ganzes Stück nordwärts zu segeln. Die nächsten Tage tauche ich noch tiefer in diese einzigartige Landschaft ein. Ich genieße die Tage in der Einsamkeit und bin jeden Tag aufs Neue von dieser einzigartigen Landschaft und den immer neuen Lichtstimmungen beeindruckt. Hier passiert mir ein großes Missgeschick. Als ich stehend vom Dinghy einen weit entfernten Eisbär mit meinem extra für diese Reise neu gekauften Teleobjektiv filme, verliere ich das Gleichgewicht und falle samt Rucksack in das 0 Grad kalte Wasser. Meine Kamera lasse ich dabei fallen, zum Glück komme ich aber wieder schnell in mein Dinghy. Leider ist aber die Kamera samt zwei Speicherkarten mit schönen Tier- und Landschaftsaufnahmen der letzten Woche verloren. Ich ärgere mich maßlos über meine eigene Blödheit und versuche mich damit zu trösten, dass diese unvergesslichen Bilder ja auch in meinem Kopf gespeichert sind. Inzwischen bin ich auf dem 80. Breitengrad Nord angelangt. Um mir das überhaupt vorstellen zu können, schaue ich in meine Seekarte. Der Nordpol ist jetzt nur noch 600 Seemeilen entfernt. Island liegt von hier 1000 Seemeilen in Richtung Süden. Und selbst Murmansk liegt von hier aus gesehen weit südlich. Vor mir liegen jetzt dichte Treibeisfelder. In diese will ich mich mit der Ostwind nicht hineinwagen. Ich glaube auch, dass man hier jetzt nur noch mit einem Eisbrecher oder Hundeschlitten weiter vorankäme. Und so beschließe ich, wieder Südkurs zu steuern. Ich sehe immer noch einzelne Eisberge. Aber die sind heute doch ganz gut zu erkennen, weil eben keine Schaumkämme auf dem Wasser sind. Und ich hoffe mal, dass es dann auch langsam weniger werden, dass ich durch das Eisfeld dann irgendwann durch bin. Ich bin dann auch echt froh, als ich aus dem Eisfeld heraus bin und wieder offenes Wasser erreicht habe. Ja, ich bin jetzt 2 Wochen hier auf Spitzbergen und werde dann morgen in Longyearbyen mein Gewehr zurückgeben. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Das hängt natürlich immer beim Segeln davon ab, wie sich der Wind entwickelt. Wir werden sehen. Heute früh habe ich Rentiere beobachtet in der Bucht und dann relativ weit weg einen Eisbären. Ich dachte erst, das wäre ein Schneefleck und habe eine ganze Weile geschaut, aber der hat sich dann doch bewegt, der Schneefleck. Also muss es ein Eisbär gewesen sein, denn ein anderes großes Tier, was weiß ist, gibt es hier glaube ich nicht. Jetzt geht es wieder an einem der Gletscher vorbei Richtung Longyearbyen.
mit dem Wind hier, das ist schon eine echte Lotterie. Jetzt habe ich gedacht, nach Windprognose hätte ich heute hier komplett aufkreuzen müssen bis Longyearbyen. Und jetzt habe ich hier auf einmal Südwind und damit kann ich am Winddirektkurs laufen, auch nicht schlecht. Also manchmal hat es auch seinen Vorteil, wenn der Wetterbericht nicht stimmt. Bin jetzt mal wieder unter Deck. Also ich bin schon hier sehr viel draußen, um einfach das Wasser zu beobachten. Und heute sind keine Schaumkämme. Da kann man also Treibeisfelder und so Eisplatten im Wasser besser erkennen. Das ist etwas entspannter. Also manchmal war das dann schon so, da hat man dann schon Eisplatten und einen Eisberg da gesehen, wo gar keiner ist. Das ist so ähnlich, als wenn man mit dem Auto den ganzen Tag im Dunkeln durch Schneetreiben gefahren ist. Da macht man abends die Augen zu und sieht immer noch Schneeflocken. Und genauso geht es mir hier. Und ich bin heilfroh, dass ich meine Außenkamera hier habe, also meine Mastkamera. Das ist eine hochauflösende Kamera, die 4K macht. Und die kann ich mir hier auf dem Bildschirm entsprechend spiegeln und kann also nach vorne praktisch auch von unten ständig gucken. Und ich meine, ab und zu muss man mal runter. Ich habe ja das Thema, dass ich einhand unterwegs bin und hier keinen habe, den ich mal sagen kann, ey, geh mal hoch ans Ruder, ich muss mal runter. So gesehen war das mit dieser Kameranachrüstung im Winter echt eine tolle Sache. Und wie gesagt, die Kamera hatte ich schon mit dem Hintergrund der Eisschau installiert, aber das wollte ich damals nicht publik machen, weil ob ich wirklich hier hochkomme, das stand ja zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. Und ich wollte mich da auch nicht unter Stress setzen und das mache ich auch nicht. Ich segel, weil es mir Spaß macht und ich segel so weit, wie es mir Spaß macht. Jetzt haben wir Eisberge direkt voraus, da werde ich wohl mal eine Wende fahren. Das scheint mir jetzt angebracht hier. Gut, die Wände haben wir gefahren und ich sehe immer noch einzelne Eisberge, aber die sind heute doch ganz gut zu erkennen, weil eben keine Schaumkämme auf dem Wasser sind. Und ich hoffe mal, dass es dann auch langsam weniger werden, dass ich durch das Eisfeld dann irgendwann durch bin. Oh Mann, eben gucke ich hier auf meine Kamera, hier auf das Ding und da sehe ich zwei weiße Punkte und denke, scheiße, da ist Eis und renne hoch ins Cockpit und will ausweichen. Nanu, kein Eis da. Okay, ich wieder runter auf die Kamera geguckt und hier aufs Display und da hatte ich hier auf dem Display oben, da waren zwei weiße Punkte. Also ich muss wohl Kekskrümel oder was auch immer. Man sollte ab und zu auch mal sein Display putzen und naja, besser so als ein Eisberg davor. Ja, cool, das ging jetzt die 25 Seemeilen hier nach Longyearbyen direkt und konnte schön am Wind hier laufen bei Windstärke 3 bis 4 und 6 Knoten Fahrt. Ideale Segelbedingungen und ich habe mir gedacht, ich werde mir heute mal schnell hier eine Fertigsuppe machen, weil ich habe nämlich die Möglichkeit, ich werde Landgang machen und auch tanken und dann kann ich meinen Müll entsorgen und da ist es immer ganz gut, wenn auch etwas am Müll wegkommt. Also ich bin kein Freund von diesen Plastikkrams, aber ab und zu ist es doch mal ganz schön, etwas ganz schnell essen zu können.
Kurz vor Longyearbyen hole ich dann die Segel ein. Ich gehe an den Gästesteg und tanke hier Wasser und Diesel. Vielen Dank fürs Dranbleiben und ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wer nichts verpassen möchte, drückt bitte auch die Glocke und den Abo-Button. Bis nächste Woche dann, euer Frankie. Die Bäreninsel. Mystisch und einsam. Mitten im eiskalten Nordpolarmeer gelegen. Ein Kindheitstraum von mir. Und dort segeln wir jetzt hin. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid.